Ein absoluter Wahnsinn, oder? Einfach nur wow. Also gestern ging es mal richtig zur Sache und ja, Gold, Edelmetalle, Silber, Minenaktien, alles schien diese Woche so in eine komplette Lethargie zu verfallen. Wir bröckelten so dahin, der Goldpreis abwärts, seitwärts, der Silberpreis abwärts, seitwärts, die Minenaktien mehr abwärts, denn seitwärts. Und am Mittwochabend kamen dann die ersten Posts auf Reddit.com, wo sich dann Trader, die junge Trader-Gemeinde plötzlich eingefunden hat und hat gesagt, lasst uns doch mal den Silbermarkt vornehmen, der ist ja schon lange manipuliert, geschortet und der Silberpreis sollte eigentlich nicht bei 25 Dollar stehen, der sollte bei ja, viel, viel höher stehen, bei 1000 Dollar stehen. Und daraufhin haben sich die alle eingefunden im Silbermarkt und haben plötzlich mal sie beschlossen, wir mischen den Silbermarkt auf. Das hat dann gestern so ausgesehen, dass gleich in Deutschland schon im Handel die Silberminenaktien, allen voran First Majestic Silver, deutlich zulegen konnten. Der Silberpreis dann im Tagesverlauf ebenfalls so Kapriolen gemacht hat, Kapriolen im positiven Sinne und ebenfalls nach oben gezogen ist. Und das war der gestrige Tag ein richtiges Highlight, wenn man so will, endlich mal wieder was los in den Sektoren. Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Video am Freitag. Ja, Silber wird das bestimmte Thema dieses Videos sein, natürlich nach dem gestrigen Tag. Dennoch will ich ganz gerne mal der Tradition wegen mit dem Goldpreis beginnen. Der Goldpreis gestern auch ganz kurz hat es danach ausgesehen, als wolle der Goldpreis nach oben ausbrechen. Goldpreis konnte im zweistelligen Bereich zulegen, aber Sie sehen es, wir scheitern momentan an der 200-Tage-Linie. Es gelingt uns nicht wieder darüber auszubrechen. Gestern wurde dann der Goldpreis auch relativ rasch wieder eingefangen und konnte sich eben nicht die Rallye anschließen, die Silber gestern an den Tag gelegt hat. Am Ende ja ein kleines Minus und auch heute starten wir mit einem kleinen Plus. Also im Prinzip nimmt sich nicht viel, fast unverändert in den Tag. Und ja, so ein bisschen die Story bei Gold ist noch, ja, wirken ganz gerne höher, aber 200 Tage liegen hier im Weg. Und rein charttechnisch betrachtet, vergessen Sie mal ganz kurz diese Reddit-Gemeinde, rein charttechnisch betrachtet ist es so, dass Gold natürlich im Moment so ein bisschen noch in der Hand der Bären ist. Und dadurch müssen wir, wenn wir diese Analogie von November spielen, müssten wir eigentlich zumindest mal in Erwägung ziehen, dass der Goldpreis nochmal unter die 1800 Dollar Marke abtauchen kann. Aber wir leben ja eben in verrückten Zeiten und es gibt ja eben diese junge Trader-Gemeinde, die sich jetzt mal die Edelmetalle vorgenommen hat und insbesondere den Silberpreis vorgenommen hat. Bei Silber haben wir gestern gesehen, dass wir, vielleicht könnte die Regie auch Silber, wunderbar, bei Silber haben wir gestern gesehen, dass relativ viel Volumen reinkam, insbesondere bei den Silberminenaktien, aber auch bei Silber selbst. Und der Silberpreis konnte nach oben ziehen, konnte die 26 Dollar wieder überwinden und das sieht natürlich charttechnisch schon ein bisschen anders aus. Sie sehen auch die 200-Tage-Linie, die noch weit entfernt ist nach unten bei Silber. Und wir haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass Silber im Prinzip das Edelmetall ist, das besser ausschaut. Da hat man sich gesagt, okay, wie könnte es denn rein theoretisch sein, dass Gold wirklich nochmal auf so ein Tief unter 1800 oder 1750 zurückfällt, während der Silberpreis sich besser behaupten kann? Ich glaube, die Antwort wurde gestern gegeben. Einfach dadurch, dass Silber dann doch entwickelt langsam eine eigene Story. Dieses Mal eben entfacht durch ja, wie nennen wir sie, durch die jungen Trader, durch die Robin Hoods, wie auch immer wir sie nennen wollen, also diejenigen, die gestern den Silberpreis, insbesondere die Silberminen, nach oben gekauft haben. Wie gesagt, charttechnisch schaut es gut aus bei Silber. Natürlich müssten wir über dieses Hoch, das wir zu Jahresbeginn gemacht haben, drüber, damit wir so einen richtigen Bullenmodus kommen, aber das gestern war schon ein schöner Schritt. Die wirkliche Musik hat natürlich bei den Silberminenaktien gespielt. First Majestic Silver war gestern die Story überhaupt. First Majestic ist also die Silberaktie, die von allen Silberaktien am stärksten geschortet ist. Vielleicht könnte die Regie umschalten auf First Majestic Silver. Besten Dank. First Majestic ist mit einem der Free Float von First Majestic mit 24 Prozent geschortet. Das heißt im Prinzip jede vierte First Majestic Aktie ist leer verkauft. Und das ist natürlich so ein Ziel. Von diesen jungen Tradern, die natürlich bei GameStop schon diese Erfahrungen gemacht haben. Sie haben ja dort den Leerverkäufer in die Knie gezwungen, haben den Short Squeeze ausgelöst und die GameStop-Aktie ist dann so in den Höhenflug gegangen. Und das Gleiche möchte man eben dann auch bei Aktien wie First Majestic Silver erreichen. Dazu kam gestern so eine Meldung, die ein bisschen untergegangen ist bei dem ganzen Trubabu. Es gab das Gerücht, das wurde zumindest verbreitet, dass First Majestic einen ersten Etappensieg in den Steuerstreit Mexiko erzielt hat. Wie gesagt, momentan noch ein Gerücht, ist von keiner Seite irgendwie bestätigt worden, aber es gab wohl so eine Anhörung und da scheint man so, ja, so ein bisschen
fühlt man sich, glaube ich, ein bisschen auf der Siegerstraße. Also die Aktie gestern deutlich nach oben gezogen, aber das war eben nicht diese Meldung, sondern es war eben vor allem die Tatsache, dass eben diese jungen Trader jetzt den Silbersektor für sich entdeckt haben. Das Volumen enorm gewesen gestern schon in Deutschland, aber dann eben auch in Amerika. Übrigens, wenn wir uns das angeschaut haben, gestern die Aktien in Deutschland schon 50% im Plus, dann zum Handelsbeginn ein bisschen schwächer, also nicht schwächer im Sinne von Minus, sondern nicht mehr ganz die 50%. Und dann kam was ganz Interessantes. Der Handel ging so eine Zeit lang, dann wurde die Aktie fast 30 Minuten vom Handel ausgesetzt. Das ist bei aller Liebe keine normale Ruderunterbrechung. Da muss sich die Börse dann auch schon mal fragen lassen, wieso setze ich denn so eine Aktie erstmal aus? Natürlich war gehörig Volumen drauf, aber das ist ja auch ein liquider Titel. Also von meiner Seite her relativ viel Unverständnis, warum man da so eine lange Handelsunterbrechung gebraucht hat gestern. Aber First Majestic war nicht die einzige Silberaktie, die gestern nach oben gezogen ist. Wir hatten eine ganze Reihe von Silberaktien. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher über die Reihenfolge. Vielleicht könnte die Regie einfach mal, macht sie schon gerade. Das ist Pan American Silver, oder? Wenn ich das richtig sehe vom Chart her. Auch Pan American konnte gestern zulegen. Natürlich, Pan American ist ein bisschen mehr Gold als First Majestic, also ein bisschen mehr in den Goldsektor expandiert in den vergangenen Jahren. Aber auch die Aktie konnte gestern profitieren. Wenn wir uns die Chartformation anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass die Aktie ja im Prinzip seit August vergangenen Jahres in der bullischen Flagge konsolidiert. Das ist sehr, sehr lange. Wir hatten diesen Ausbruchsversuch zu Jahresbeginn. Der wurde relativ schnell gekontert von den Bären, was natürlich ein bisschen charttechnisch schade ist. Das ist dann auch irgendwie ein Doppeltop, das sich da gebildet hat, hat aber seine Wirkung nach unten entfaltet. Wir waren jetzt wieder auf der Untermarkierung dieser Bärenflagge gewesen. Und es wäre jetzt ganz schön, wenn die Aktie mal nach oben drehen könnte. Und wie gesagt, mit ein bisschen Unterstützung von den Reddit-Tradern könnte das durchaus gelingen. Pan American, eine Fortuna Silver ist, glaube ich, die nächste Aktie, die ich dabei habe für Sie. Auch da haben wir im Prinzip eine ähnliche Chartformation. Wir wollten nach oben ausbrechen. Wir haben eigentlich den Ausbruch schon geschafft gehabt, aber dann kam eben dieser Abverkauf, den wir fast bei allen Silberaktien gesehen haben im Verlauf des Januar. Und gestern kam dann so diese Gegenbewegung, also die Aktie wieder zurückgefallen auf diese Unterstützung, die wir hier sehen. Ich glaube tatsächlich, dass Fortuna Silver, also sie ist einmal günstiger bewertet als eine First Majestic, aber sie ist eben auch durch das Lindero-Projekt in Argentinien, das in Produktion gebracht werden soll, beziehungsweise in Produktion ist, aber kommerzielle Produktion erreicht werden soll, natürlich auch ein bisschen Wachstumsfantasie dabei. Natürlich Argentinien momentan, Gemayna zum Beispiel hat gewarnt, Gemayna hat gesagt, hey, Cerro Moro war mit Reisebeschränkungen ein bisschen schwächer als erwartet, deshalb ist jeder ein bisschen vorsichtig mit Blick auf Argentinien, aber ich glaube tatsächlich, dass die Aktie schon wieder diese Höchstkurse oder höheren Kurse anlaufen kann und eben auch ein bisschen Unterstützung vom Silberpreis und Goldpreis dann eben auch, weil in der ein bisschen mehr eine Goldstory nach oben ausbrechen kann. Dann habe ich noch dabei Endeavour Silver, wenn mich nicht alles täuscht und ich hoffe, mich täuscht nicht alles. Ja, Endeavour Silver, gestern kam heraus und hat eine Prognose für das laufende Jahr abgegeben, hat gesagt, man möchte ungefähr ja, 4 Millionen Unzen Silber, jetzt mal gerundet, die haben eine relativ große Spanne angegeben, 4 Millionen Unzen Silber und ungefähr 32.000, 33.000 Unzen Gold produzieren. Die All-in Sustaining Costs werden ein bisschen höher sein als im laufenden Jahr, das hat mit Royalty-Zahlungen zu tun, aber man geht davon aus, dass man bei 19 bis 20 Dollar je Unze Silber liegt. Und das zeigt eben schon, da ist ein bisschen ein sehr großer Hebel. Mit einem steigenden Silberpreis wird, glaube ich, Endeavour Silver profitieren, aber eben das sollte der Silberpreis auch tunlichst nicht mehr unter die 20 Dollar mal gefallen, damit man hier nachhaltig Geld verdienen kann in dem Sektor, bei den Unternehmen. Von daher, ja, spekulativ, hoher Hebel, aber wie gesagt, muss ich ja bloß mal überlegen, wenn wir jetzt bei 25, 26 Dollar stehen, dann haben die ungefähr bei 20 Dollar Kosten eine operative Marge von ja, nicht ganz, aber plus minus 5, 6 Dollar. Der Silberpreis über 30 Dollar, da haben wir hier eine Marge fast verdoppelt. Also von daher, das ist eben dieser Vorteil, wenn Sie so wollen, wenn Sie relativ hohe Kosten haben, dass Sie einen sehr, sehr hohen Hebel haben. Aber der wirkt dann in der Regel eben in beide Richtungen, das sollte man nicht vergessen. So, ich habe, glaube ich, traditionell dann noch Barrick Gold dabei, weil wir Barrick Gold einfach immer in der Sendung haben, oder? Jawohl, Barrick Gold. Haben tatsächlich gestern auch was gemeldet, ging aber auch ein bisschen unter, hat gesagt, ja, unsere Tansania-Assets werden wohl das obere Ende der Prognose erreicht haben, aber hat gestern niemand interessiert. Insgesamt die großen Goldproduzenten gestern kaum betroffen von diesem Hype. Also Barrick Gold zum Beispiel hat Marker 1,6% gestern zugelegt im nordamerikanischen Handel. Es war eben dieser Fokus auf
Zum einen Silberachsen, zum anderen aber auch kleinere oder Mittier-Goldproduzenten, die auch stärker produziert haben. Das zeigt eben, dass eben nicht das Big Money hier am Markt war, weil mit Sicherheit einige Fonds auch auf diesen Zug aufgesprungen sind, sondern eben eher, dass die Privatanleger diesen Rallye ausgelöst haben. Die haben sich eben nicht so sehr um die ja, gängigen Barricks so interessiert, sondern die haben sich eben so für ein bisschen andere Stories interessiert. Eine Aktie, die gestern ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, war tatsächlich Endeavour Mining gewesen. Und das ist eine Aktie, wo ich sage, die Story ist. Es ist schwierig. Im ganzen Goldsektor sind sehr viele günstige Aktien momentan zu finden, aber ich glaube, Endeavour ist eine der günstigsten, also Endeavour Mining. Das ist ein einfacher Grund. Wir haben ein wahnsinnsvolles Quartal gehabt, 344.000 Unzen Gold produziert. Der Konzern ist gesprungen von Netto-Schulden in den Netto-Cash-Bereich. Man hat angefangen, Dividende zu zahlen und die Fusion mit Teranga sollte dann auch in den kommenden 2 Wochen über die Bühne gehen. Die Aktie ist mittlerweile günstiger bewertet als zu Beginn des vergangenen Jahres. Damals hat man noch Netto-Schulden gehabt. Damals war der Goldpreis noch niedriger gewesen. Für mich unverständlich. Und ich glaube tatsächlich, dass die Aktie Fahrt aufnehmen wird, sobald diese Fusion dann wirklich über die Bühne gegangen ist. Und dann werfen wir auch gleich noch einen Blick auf die Teranga-Aktie. Teranga ist dann mit nächstes Monat von der Bildfläche verschwunden irgendwann. Die Aktie hat uns sehr viel Spaß gemacht über die letzten Jahre, zuletzt wieder ein bisschen abgebröckelt. Wie gesagt, da sicherlich Fonds, die sowohl Teranga als Endeavour im Portfolio hatten und eine Aktie eben verkaufen mussten, weil sonst eine Klumpenbildung entstanden wäre. Aber ich denke, wir sagen mal Tschüss, Teranga, es hat uns Spaß gemacht. Und ein letztes Wort noch zu diesen Robinhood, Reddit, Wall Street Bets Tradern. Ich drücke euch natürlich die Daumen, dass es klappt, in den Silbermarkt dann so ein bisschen aufzumischen. Ganz ehrlich, der Markt hätte es verdient. Natürlich habt ihr das Problem, das ist eine andere Größenordnung als zum Beispiel GameStop gewesen. Das ist ein diversifizierter Markt. Und das Problem ist natürlich auch, dass die COMEX oder auch London Bullion Markt ungefähr so transparent sind im Handel wie eine Schrankwand in Eiche Rustikal. Also da erkennt man eigentlich nicht so wirklich, was da hinter verschlossenen Türen vorgeht. Trotzdem von meiner Seite. Es wird ein Mammutprojekt werden, weil der Silbermarkt natürlich um einiges größer ist als alles, was Einzelaktien sind. Aber ich drücke euch die Daumen in dem Sinn. Macht's gut, bleibt dran. Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, nächste Woche. Und Ihnen wünsche ich eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Tschüss, ade.